Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video wird es einmal ein bisschen nostalgisch und zwar konfigurieren wir einmal Oldschool mit der Originalpreisliste aus dem Jahr 2005 mein BMW 330i E90. Und wenn euch das Ganze interessiert und ihr ein bisschen Lust auf ein Flashback habt, dann bleibt dran. Auto nämlich vor kurzem Geburtstag hatte, und zwar ist es 16 Jahre alt geworden, bin ich auf die Idee gekommen, auch in Verbindung mit den letzten Videos, wo ihr Fragen zu meinem Auto, meiner Ausstattung hattet, dass ich euch mal ein bisschen zeige, welche Ausstattung mein komplettes Auto hat, und da wollte ich mit euch mal gemeinsam die Preisliste durchgehen. Die Preisliste ist, wie gesagt, aus 2005 mit 16% Mehrwertsteuer, so wie heute auch. Oh Wunder, oh Wunder. Und warum kann ich euch sagen, welche Ausstattung mein Auto ganz genau hat? Das ist einmal ganz interessant. Ich habe einmal hier über ein Fahrzeug-Identifikationsnummer-Programm einmal meine komplette Ausstattung ausspucken lassen, die VIN. Und das Ganze stimmt natürlich überein mit der Preisliste. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Da sind Nummern und die sind vergleichbar. Und deswegen weiß ich ganz genau, wo das Kreuz damals gesetzt worden ist und wo nicht. Eine Sache will ich euch direkt mal fragen, und zwar, was schätzt ihr, was der BMW 330i E90 im Jahre 2005 gekostet hat? Einmal eine Schätzung bitte unten in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall für euch noch eine Idee. Wenn ihr mal in diese nostalgische Zeit mit mir reisen wollt, dann macht mal Folgendes, und zwar, ich gehe hier in diesem Video jede Ausstattung Punkt für Punkt für Punkt durch und man sieht alle Preise. Und geht mal vorher auf diese Seite hier. Und dann zieht mal mit eurer Fahrgestellnummer, die findet ihr in der Regel im Kfz-Schein drin, eure Ausstattung raus und geht mal mit mir die Ausstattungsliste durch und schreibt mal auf, was ihr für Haken gemacht habt und schreibt euch mal die Preise raus, damit wir mal gucken können, wie fully loaded dein Auto ist oder nicht. Nehmt euch mal die Zeit, taucht mit mir ins Jahr 2005 ein, konfiguriert euer Auto mit mir zusammen, so wie es damals konfiguriert worden ist, macht die Kreuze an der richtigen Stelle. Schreibt die Preise untereinander und schreibt mir dann in die Kommentare, wie viel Euro deine Sonderstattung an Wert hatte und der Grundpreis, den kennen wir natürlich eigentlich, aber schreibt mir den Gesamtwert auch von deinem Auto auf. Das wäre mal mega interessant, dass ihr die Reise mal mit mir macht, denn das Video ist echt lang, aber es macht irgendwie Spaß, mal in die Zeit zurück einzutauchen, um zu gucken, wie waren die Gedanken damals und was weiß man heute zu den ganzen Ausstattungsmerkmalen. Also Zettel und Stift. Ausstellungsliste rausholen und mitschreiben. Und jetzt geht's los. So, hier unten haben wir jetzt einmal auf meinem iPad. Das sieht so aus, dass hier gleich eine kleine Inhaltsangabe kommt, wo hier was drin ist. Na, und dann machen wir gleich einmal gemeinsam die Kreuze da, wo mein Auto die Kreuze hat. So, und die Spannung steigt. Was kostet der 330i-Serie? Ah, was habt ihr geschätzt? 318i? 320i 27.000, der SI 32.000, boah, der war ganz schön teuer, ne? Als Special Edition. Ganz schön großer Sprung. Der 25i vom SI. Ah, da kommt er. Ui, so. Genau, er hat 37.000 Euro gekostet mit 16% Mehrwertsteuer. Und ich will mal direkt den Vergleich ziehen. Im Jahre 2020, was wir jetzt haben, kostet der aktuelle 330i mit dem Vierzylinder Turbomotor mit den 16% Mehrwertsteuern. Ich lese mal einmal ab. 4.000, das wäre schön, ne? 44.499 und 16 Cent. Ist auch nicht ganz so wichtig. Vier Zylinder interessieren uns nicht, ne? Kennt ihr ja. Also ab zum Sechszylinder. Ja, so sieht es einmal aus. 330i, ich habe das hier einmal so ein bisschen gehighlightet. 258 PS, 12,7 Liter Spritangabe, stimmt, macht er, auf jeden Fall, die habe ich auch. Eigentlich 12, was habe ich? 12,1, glaube ich. Aber in Summe von allen, im Drittel halt, ne? Ja, hier, das stimmt ja hier nicht, ne? So. Genau, ursprünglich 37.000 hat das Ganze gekostet. CO2 wollen wir nicht sehen, ne? Das interessiert uns ja nicht. So, dann gehen wir mal runter. Übrigens, der Aufpreis für xDrive lag bei 2.500 Euro. Aber das habe ich auch nicht. Und hier habe ich einmal die 330i Serienausstattung gehighlightet, damit ihr einmal seht, in welcher Zeile wir uns befinden. Denn es gibt auch andere Serienausstattungen. Das sehen wir zum Beispiel hier, wo der 318, 320i zum Beispiel das Außenspiegel
Frontscheiben, Wischwasser, Düsen, Paket beheizt nicht hat. So, hier fehlt es. Deswegen, dass wir einmal wissen, immer in dieser Zeile müssen wir uns orientieren. Also weiter geht's. Serienausstattung, da sind schon ein paar Pünktchen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, ja, also Kreuz Nummer 1 war das teuerste Kreuz an dem Auto und zwar für 3.900 €. Da habe ich ins Bild gemalt. Für 3.900 € hat er einmal hier das Navi Prof mit integrierter Handyvorbereitung angekreuzt. Das Ganze halt mit BMW ASI, Notruffunktion, TMC, also das ist dann halt dieses, das ist der Traffic Messaging Channel, das heißt über UKW, übers Radio, baut er dann halt in die Navigationsrouten dann den Stau mit ein und dann baut er dementsprechend dann dynamische Routen drum herum um den Stau. Eigentlich ganz cool, das Ganze halt mit DVD. Hier kleiner Randhinweis, nur in Verbindung mit Klimaautomatik und Multifunktion. Das macht wahrscheinlich auch die Ausstattung ein bisschen teurer. Nur in Verbindung mit Komfortpaket, ja. Das ist auf jeden Fall etwas kostspielig. Da bin ich auch sehr froh, dass er das Kreuz dort gemacht hat. Ich finde, das Navi-Prof-System ist echt gut, auch wenn es ein echt ein altes System ist. Also ich habe ja auch jetzt das geupgradete CCC-Navigationsmodell drin, ist es aber immer noch das Oldschool-BMW-Navi. Aber man muss sagen, für die damalige Zeit war das Navi schon sehr weit voraus in der Zeit und funktioniert noch heute sehr gut, finde ich. Also ich nutze es auch immer noch als Parallelroute mal, wenn ich irgendwo hinfahre und es ist auch sehr zuverlässig. Das Ganze auch natürlich mit einem großen Screen, mit einem Splitscreen finde ich auch ganz gut. Auf der linken Seite Verbrauch, rechts Route oder kreuz und quer oder Musik links und so weiter. Finde ich sehr geil, das System gefällt mir auch sehr gut. Ohne geht auch, mit ist aber deutlich nicer. So, ja, natürlich, was hat er nicht gemacht? Kreuze M-Paket fehlen bei mir, das wisst ihr ja. Dann gehe ich einfach nur mal ganz stupide weiter, wo die Kreuze sind und wo sie gemacht worden sind. Hier hat er sehr viel ausgelassen. Also, ich habe kein Advantage-Paket hat er nicht gemacht. Das ist halt eine Verbindung. Leichtmetallräder, Multifunktion, bla bla bla, nicht in Verbindung M-Paket, keine Ahnung. 350 € ist eher für die kleinen Modelle. Doppelspeicher hier und so. Dann kommen wir einmal zum Komfortpaket. Innenspiegel automatisch abblenden, Durchladesystem und so weiter. Habe ich eigentlich. Ist aber bei mir in meiner Ausstattung tatsächlich kein separates Kreuz. Deswegen werden wir mal gucken, wie sich das Ganze zusammensetzt. Innovationspaket habe ich nicht. Komfortzugang, Scheibenwischer, Reinigungsanlage, Xenon, adaptives Kurvenlicht. Sind eigentlich fast alle Sachen, die ich habe, bis auf Komfortzugang. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Na, die Kreuze wurden dann bei mir halt separat gemacht, ohne das ganze Paket. Das Ganze gibt es noch als Innovationspaket Plus, wo auch noch die Aktivlenkung und die aktive Geschwindigkeitsregelung mit dabei ist. Das sieht man einmal hier. Die beiden Punkte habe ich. Er hat einfach wahrscheinlich keinen Bock auf die Komfortzugang gehabt und deswegen sind diese beiden Optionen eigentlich hier raus, aber wahrscheinlich in einer anderen Position dann mit angekreuzt. Ablagepaket, ja. Getränkedosenhalter, kennt ihr, hätte ich gerne, habe ich nicht. Aber finde ich mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Am Anfang hat es mich ein bisschen mehr gestört. Wobei ich den Lehnennetz an den Vordersitzen habe und die 12-Volt-Steckdose. Da weiß ich auch nicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Außenspiegel, Paket 313, elektrisch anklappbar, beheizt. Memory-Funktion, Bordsteinabsenkautomatik. Das Ganze im Umfang mit Innen- und Außenspiegel automatisch abblenden habe ich auch, aber da ist kein Kreuz gesetzt. Das wird sich wahrscheinlich auch noch mit einer anderen Paketkombination zusammensetzen. Ebenfalls Gepäckraumpaket, Taschenhalter, Seiten in der Seitenverkleidung, Gepäckraumnetz, ja, was? Ausziehbare Schublade unter der Hutablage und sowas. Dieses ganze Zeug habe ich auch nicht. Finde ich aber ganz ehrlich, muss ich sagen, gar nicht so wichtig. Also, das ist gut, dass er sich das geschenkt hat, das Kreuz. So, kommen wir weiter. Ausstattungspakete, Fortsetzung, Lichtpaket, Beleuchtung von Make-up-Spiegel, Leseleuchte und Fußraumleuchte. Siehe Sechszylinder. Wahrscheinlich sind das so Ausstattungen, die beim 330i Serien mit dabei sind. Was ich aber nicht habe, ist die Vorfeldbeleuchtung im Türgriff und diese Ausstiegsbeleuchtung. Die sind bei meinem Auto nicht mit dabei, deswegen hier gibt es kein Kreuz. Raucherpaket habe ich. Also machen wir hier ein Kreuzchen. Finde ich eigentlich ganz geil, das Raucherpaket. Mein Auto ist ein Nichtraucherauto, man riecht auch keinen Rauch drin. Ich glaube, der Vorbesitzer hat auch nicht drin gerochen, jedenfalls rieche ich es nicht. Ist aber eigentlich immer eine ganz coole Ablagealternative und ich finde auch gerade in der Mittelkonsole, da über dem Schaltknauf, sieht es deutlich besser aus, wenn man da
diese Klappe hat, wo man da seine Zigaretten und die Asche reinschmeißen kann. Bei mir ist da ein bisschen Kleingeld drin. Finde ich deutlich schöner von der Optik her, als wenn man es nicht hat. Wenn ich mir ein Auto konfigurieren würde, würde ich es auch immer mit dazu buchen, das Raucherpaket, weil es einfach optisch schöner ist als irgendeine Kuhle oder ein Loch, was man nicht verstecken kann. Deswegen ganz nices Kreuz. War damals noch kostenlos, kostet ja heute, glaube ich, 50 bis 70 € Aufpreis bei den aktuellen BMW-Modellen. Genau, dann geht's weiter. Nächstes Kreuz hier bei der adaptiven Kurvenlicht. Also adaptive Kurvenlicht, automatische Leuchtweitenregulierung, Xenon und wenn du halt lenkst, dass das sich anpasst. Ist eine ganz coole Sache, gefällt mir ganz gut. Wenn man auf Landstraßen fährt oder in der Stadt fährt und man in eine Kurve fährt, gerade mit in Verbindung mit der Aktivlenkung, ist es ziemlich cool, wie das Licht anfängt zu wackeln und mitzuarbeiten. Finde ich eigentlich ein sehr nice Feature. Ist kein Must-Have, ist aber ein Nice-to-Have. Dann geht das Ganze weiter. Aktivlenkung ist ja bei BMW ein großes Thema. Auch bei den X5er-Modellen. Aktivlenkung hat auch mal einen schlechten Ruf. Ich selber habe sie drin. Ich habe mein Auto schon sehr lange und habe überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ich finde die Aktivlenkung ziemlich nice. Mir gefällt die echt gut. Ich finde sie sehr angenehm beim Parken, beim Fahren und wie gesagt, keinerlei Probleme. Funktioniert tadellos für mich und würde ich eigentlich immer wieder ein Kreuzchen hinsetzen. Finde ich, ist ein sehr geiles Feature. Gerade die Kombination mit der Aktivlenkung und Tempomat mit Abstandssensor ist super geil. Also gefällt mir echt gut, ist eine geile Kombo. Würde ich jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat. Aber das sind schon ziemlich krasse Ausstattungsmerkmale für ein Auto, was aus 2002 kommt. Dann geht's weiter. Nächster Punkt ist die Alarmanlage. Alarmanlage habe ich auch. Ja, finde ich ganz gut, dass ich sie drin habe. Wenn ich mein Auto draußen geparkt habe, finde ich es eigentlich ganz cool, dass man so die Möglichkeit hat, wenn man irgendwie es pfeifen hört oder piepen hört, dass man ein bisschen alarmiert ist, wenn da einer irgendwas macht. Finde ich an sich eine ganz coole Sache. Ob es mir wirklich 440 € wert wäre, muss ich überlegen tatsächlich. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, aber ich finde es nice, dass es halt mit dabei ist. Aber ob ich das Kreuzen selber machen würde, weiß ich nicht. Dann geht es weiter. Anhängerkupplung. Nein, die habe ich nicht. Zum Glück nicht. Bin ich auch froh drüber. Da ich keine schweren Lasten mit meinem Auto transportiere und auch einfach eine Anhängerkupplung gute 100, 150 Kilo mehr Belastung oder mehr Gewicht ins Auto mit reinbringt, ist nicht drin. Finde ich ganz gut so. Dann geht es weiter. Armauflage vor und verschiebbar. Jo, der war nice. 150 € hat er sich das kosten lassen. Ist ein sehr geiles Feature. Es gibt natürlich auch die Armauflage, die nicht verschiebbar ist. Die ist dann da halt ausgeschnitten. Wenn man dann fährt und den Arm ablegen möchte, dann fehlt da ein bisschen was. Die hatte ich nämlich nicht in meinem alten 330i. Und mit dem Nachfolgemodell, mit dem darauf kommenden 330i, den ich jetzt habe, ist die mit dabei und ich finde sie echt cool. Das Geile ist, dass sie verschiebbar ist. Das heißt, man hat einmal die Möglichkeit, seinen Arm entspannt drauf abzulegen und durch die Gegend zu fahren. Und wenn man dann aber mal ein bisschen mehr in Rennsportaktivität startet und seine Sitzposition ändert, hat man immer noch die Möglichkeit, die Armlehne nach hinten wegzuschieben, sodass der Ellbogen, wenn man dann lenkt, freie Fahrt hat und man nicht da irgendwie um die Kurve oder dran vorbeilenken muss mit seinen Ellbogen. Ist ein sehr geiles Feature, finde ich sehr gut, ist sehr gut durchdacht. 150 € für dieses Feature auf jeden Fall jeden Cent wert. Jedenfalls für mich, weil ich bin ein bisschen ambitionierter Fahrer, würde ich mal sagen. Dann geht es weiter. Automatikgetriebe. Bin ich halt froh, dass ich keins drin habe. Ich bin persönlich absolut kein Fan von Automatik. Das wisst ihr. 2.500 € dafür. Ja, ist okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ein Auto mit Automatik, nur halt in den dicken Dingern, wenn man chillen will, aber im Dreier, der immer noch in die sportliche Kategorie mit reingeht. Wenn man ein Auto hat, so ein Dickschiff, Siebener oder sowas und einfach nur ein bisschen drin rumhängen und fahren möchte, ist Automatik auf jeden Fall sehr nice. Aber fürs fahraktive Fahren auf jeden Fall für mich persönlich safe keine Automatik. Never fucking ever. Also bin ich froh, dass ich die Kohle gespart hat und ich einen geilen Schalter habe. So, dann geht's weiter. Automatikgetriebe haben wir. Dachhimmel Anthrazit ist im Umfang mit M-Paket. Ich habe einen hellen Dachhimmel, also hat er kein Kreuz gemacht. Durchladesystem. Das ist ein Punkt, das ist echt scheiße. Also ich kann bei mir die Sitze hinten nicht umklappen. Das würde ich mir immer, immer wieder mal wünschen. Ich bin jetzt zwar nicht der Obertransporteur, der irgendwelche Sachen durch die Gegend transportiert, aber die Möglichkeit haben, die Sitze einfach mal umzuklappen, um was Längeres, Flacheres, wie so ein IKEA-Billigregal oder so ein Zeug da hinten reinzufeuern, wäre schon ganz nice. Also, wer auch immer mein Auto konfiguriert hat, wieso hast du diese 300 € da nicht in die Hand genommen? Scheiß auf die Diebstahlwarnanlage, das ist echt wichtig, weil es fehlt einfach ein bisschen an der Alltagstauglichkeit.
wenn das nicht mit dabei ist. Also ich wusste nicht, ich dachte eigentlich, dass es Serie bei den Autos, wie wahrscheinlich auch einige von euch dachten, ist leider eine Zusatzoption für echt, ich finde, einen Haufen Kohle. Leider nicht mit dabei. Das finde ich echt schade. Eigentlich am beschissensten von allen Optionen, die ich nicht habe, ist das die schlimmste, die mir fehlt. Scheiß auf den Getränkehalter, aber das wäre wirklich geil zu haben. Dann geht das Ganze weiter. Exterieurumfänge in Wagenfarbe. Natürlich beim 330i Serie. Interessant ist aber hier, 318i, 320i ist dann, sag ich mal, die Super Hartz IV Ausstattung, wo noch nicht mal die Leisten ums Auto herum lackiert sind. Und das musst du noch mit 80 Euro extra zahlen. Warte, ja, 318i, 320i. Ebenfalls auch 318D und 320D haben das jeweils nicht. Ist ziemlich interessant, dass man das hier extra buchen muss. Aber wenn man das nicht hat, sieht das Auto echt kacke aus. Also ich würde Ihnen empfehlen, die 80 Euro zu investieren. Aber das hätten wir 2005 gemacht. Jetzt kannst du halt nur zum Lacker damit gehen. Dann geht's weiter. Was haben wir? Oh, jetzt habe ich hier einen Strich gemacht. Dann geht's weiter. Fußmatten im Velour habe ich. Finde ich der banal ist gute Euro. Finde ich der banal ist gut, dass sie die 100 Euro investiert hat. Meine Fußmatten kamen beim Kauf des Autos neu. Das heißt, sie sind jetzt 5 Jahre alt und ich würde oder habe letztens überlegt, mir nochmal neue Fußmatten zu kaufen, weil es einfach das ganze Interieur nochmal auffrischt. Das heißt, du steigst ein, hast einen recht sauberen oder hast einen nagelneuen Teppich. Ich habe jetzt noch was anderes nagelneues dabei. Das erzähle ich euch aber später, was das nagelneu ist. Und das macht sehr, sehr, sehr viel aus für die Wertigkeit und die Qualität und die Gepflegtheit von einem Innenraum. Aber ansonsten, das ist mit dabei, finde ich sehr nice. Kommen wir zum nächsten Punkt, 30 Euro Aufpreis, und zwar die Frontkopfstützen hinten, die Kopfstützen für hinten, dass die klappbar sind, hat mein Auto nicht als Option. Bei mir ist nur die in der Mitte klappbar, also da, wo man im Prinzip am meisten guckt. Ne? Der mittlere Fahrgast, der hinten sitzt, der hat halt eine klappbare Kopfstütze, die anderen links und rechts halt nicht. Finde ich jetzt persönlich nicht wichtig in dieser Konfiguration, weil die in der Mitte ja nicht fest ist. Wenn die in der Mitte fest wäre, würde mich das deutlich mehr stören. Da die in der Mitte klappbar ist, finde ich es gut, dass die klappbar ist. Die links und rechts, die stören mich nicht wirklich. Also 30 Euro ist eigentlich nicht viel Geld, kann man auf jeden Fall dafür ausgeben, wäre dann ein bisschen entspannter. Aber es nicht zu haben, ist jetzt für mich auch kein Nachteil. Dann machen wir weiter. Garagentüröffner integriert. Hat mein Auto auch nicht. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Es ist vielleicht ganz cool, wenn man eine Tiefgarage hat mit so einem Funksensor. Aber ob das jetzt so ein großes Drama ist, dann eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen und irgendwo damit dabei zu haben, sehe ich jetzt nicht das Problem. 240 Euro Aufpreis wollten die dafür haben. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich glaube, die wenigsten Leute haben dort einen Haken gemacht. Also weiter im Text. Dann kommen wir einmal zum Gepäckraumpaket. Taschenhalter, eine Seitenverkleidung, Gepäckraumnetz und so weiter und so fort. Das habe ich auch nicht an Ausstattung. Das hatten wir doch eben schon hier, dieses Gepäckpaket oben. Da hier Gepäckraumpaket, hier, da gibt es schon die erste Überschneidung. Hier Gepäckraumpaket für 290 ist eigentlich fast das gleiche wie hier. Warte, Gepäckraumpaket 290 ist einfach nochmal aufgeführt, warum auch immer. 418 als Nummer. Und welche Nummer hat es hier? Auch 418. Warum auch immer das doppelt drin ist, habe ich nicht, brauche ich nicht, interessiert nicht. Da geht das Ganze weiter. Geschwindigkeitsregelung ist normales Tempomat. Ist anscheinend Serienausstattung beim 330i, das ist Tempomat. Dann gibt es für 300 Euro den Aufpreis für Tempomat mit Bremsfunktion. Das wäre dann das hier. Habe ich auch nicht, denn ich habe die Geschwindigkeitsregelung aktiv. Also das ist ACC, der Abstandssensor. Funktioniert ab 30 bis 180 km/h und ist ein mega, mega, mega geiles Feature. Ich finde das echt geil, dass ich das habe auf die Autobahn. Dann kann man das einstellen und eine Runde fahren. Und der regelt ziemlich genau alles. Probleme macht er in Baustellen, wenn halt Überschneidungen sind oder irgendwie die Spuren nicht richtig dargestellt sind. Aber ansonsten im normalen Betrieb auf der Autobahn funktioniert das sehr solide. Finde ich. Also da bin ich schon sehr zufrieden, dass ich habe. Wie gesagt, die Kombination ACC, Integrallenkung oder Aktivlenkung, finde ich mega nice Kombination. Hat ein gutes Kreuz gemacht, freue ich mich, ist echt ganz geil. Weiter zum nächsten Punkt. In Verbindung mit Komfortpaket dann halt ein bisschen günstiger. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Kreuz mit oder auch nicht damit gemacht hat, aber Komfortpaket haben wir oben keinen Haken dran gemacht, deswegen denke ich mal, hat er hier die vollen 1700 bezahlt. So, also geht's weiter. Nächste Seite. Glasschiebedach. Schiebedach hat mein Auto,
Ist eine ziemlich coole Sache. Ich mag Schiebedach extrem gerne bei meinem Auto. Ich fahre gerne mal nur hinten mit der Klappfunktion auf oder halt komplett offen. Und man hat einfach mehr Möglichkeiten, wenn man fährt, die Fenstervariation zu machen. Das heißt, nur hinten auf und Schiebedach oder vorne auf oder nur ein Ding auf und Schiebedach oder Klapp. Ich mag die Variation sehr gerne, da ich überwiegend immer mit offenen Fenstern fahre. Egal, irgendwie ist immer irgendwas bei mir offen, außer es regnet. Aber sonst habe ich sehr gerne halt ein Fenster auf. Meistens das Fenster auf der Fahrerseite oder Schiebedach oder alles auf einmal. Aber ich liebe das Gefühl, alle Fenster unten plus Schiebedach offen und dann fahren. Dann kommt ein Tunnel und dann wisst ihr, was geht. Finde ich sehr geil, sehr gute Ausstattung, macht auf jeden Fall Sinn. Dann geht es weiter, Innenspiegel, Außenspiegel automatisch abblendend. Habe ich, hat er gut gemacht, finde ich sehr geil. Ich mag die Funktion, dass die Spiegel sich automatisch abblenden, wenn einer hinter einem ist und dann blendet. Da kann man eigentlich auch mal diesen Pinüppel drehen, dass er nicht mehr blendet. Trotzdem sind dann noch die Außenspiegel immer noch die, die dann blenden. Wenn der Fahrer hinter euch das Licht falsch eingestellt hat. Ist eine ganz coole Sache, 400 Euro, ja, ist auf jeden Fall ein sehr sicherheitsrelevantes Ausstattungsmerkmal. Finde ich sehr gut, dass er das drin hat. Dann geht es weiter, in Verbindung mit Komfortpaket wäre es wieder ein bisschen günstiger. Ich glaube, ja, Innenspiegel automatisch abblendend, das habe ich als Ausstattung. Im Umfang mit dem Komfortpaket, ja, okay, ganz nice. Innenspiegel mit digitalen Kompass ist hier nochmal eine Option, 80 Euro extra. Ich weiß nicht, was dieser digitale Kompass soll. Es ist, glaube ich, so eine Sache eher, die in den USA von Bedeutung ist. In Deutschland macht es, glaube ich, weiß nicht, die wenigsten Autos haben das. Meistens haben es die Ami-Karren, die in Deutschland importiert worden sind oder sowas. Aber das ist jetzt für mich jetzt kein Feature, was ich haben muss. Da auch nicht, wenn es nur 80 Euro kostet, wäre es mir das auch nicht wert. Hat einer von euch das und nutzt ihr das oder bringt das euch einen Mehrwert? Das würde mich mal interessieren, ob ihr da einen Nutzen drin habt, den ich noch nicht entdeckt habe. Weiter geht es mit den Interieurleisten. Ich habe die Standard silberne Leiste drin, ich habe keine Zusatzoptionen drin. Welches aber gab, war einmal Aluminium Längsschliff für 300 Flocken, Nussbaumwurzel, ich bin sowieso nicht so der Nussbaumholz-Fan im Auto. In einigen passt es, aber im Dreier mag ich das nicht so gerne. Papelmaser Grau Natur, finde ich, ist eine sehr geile Leiste, gefällt mir sehr gut. Würde ich sogar immer Klavierlack oder Pianolack bevorzugen. Das wäre halt eine Option, die hätte ich gemacht. Hier, da hätte ich einen Haken dran gemacht. Finde ich sehr nice. Ansonsten noch gibt es die Individualleisten, Pianolack Schwarz. Hier Edelholzausführung Nussbaum und so weiter. Birke, Anthrazit, kann man ganz geile Kombinationen und Akzente setzen. Das zeige ich euch nochmal in dem Video, wo wir das Dokument der BMW E90 Individualline anschauen. Aber jetzt in dem Zusammenhang habe ich keine zusätzlichen Features hier drin. Also gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Klimaautomatik habe ich, 750 Euro, macht auf jeden Fall Sinn. Ist ziemlich cool, Klimaautomatik. Ich bin aber einer, der immer sehr viel manuell dran rumdreht. Also ich justiere meine Temperaturen immer selber und stelle auch die Lüftung ein, ob ich sie oben und unten haben will. Und auch mein Lieblingsfeature ist, dass ich in dieser Mittelkonsole, ne, in dieser Schaltzentrale, immer noch die Möglichkeit habe, oben die Temperatur kühl zu machen, obwohl ich die anderen Temperaturen so lasse. Also dass man halt das Klimaanlagensystem überschreiben kann, wie man das selber nochmal leicht angepasst haben will. Das heißt, man kann warme Füße haben, aber oben doch ein bisschen kühler. Ist eine ziemlich geile Kombination, wenn es einen oben um der Brust zu warm wird, aber unten noch nicht warm genug die Füße hat in seinem schönen Velour-Teppich. Dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ich finde die Option super cool. Klimaautomatik hat auch in dem Fall die automatische Umluftregulierung, die ich aber gar nicht anhabe. Ich steuere das selber. Aber die Klimaanlage ist bei mir recht selten an und auch nie im Automatikmodus, sondern eigentlich immer nur im Belüftungsmodus. Aber eine Klimaanlage drin zu haben, ist auf jeden Fall nice, denn sie sieht auch deutlich besser aus als die Klimaanlage. Also die Klimaautomatik sieht auch vom Bedienteil deutlich schöner aus. Dann geht's weiter. Standheizung habe ich kein Kreuz, also wieder der Kreis drin, der Kringel drin herum. Standheizung ist eigentlich eine sehr coole Sache, habe ich aber noch nie gehabt. Habe ich mir damals immer gewünscht, als ich noch keine Garage hatte, aber ich bin jetzt mit Garagen unterwegs, deswegen ist das für mich überhaupt keine Relevanz mehr, aber kann sehr geil sein, wenn man keine hat, bin ich mir ziemlich sicher. Wer eine hat, soll mal bitte kommentieren, ob er sie liebt oder nicht liebt und wenn er sie hat, wie oft er sie wirklich benutzt
und ob die irgendwelche Probleme macht und wartungsfrei ist. Das würde mich mal interessieren. Also wer da was zu weiß, gerne mal kommentieren. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Komfortzugang, schlüsselloser Zugang, Fahrertür, Heckklappe und so weiter. 600 Euro, das ist wohl der Grund, warum er da kein Kreuz gesetzt hat. Diese Option habe ich auch nicht in meinem Auto. 600 Euro finde ich dafür relativ viel, muss ich sagen. Wäre es mir jetzt nicht wert, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, einen Knopf zu drücken. Es ist halt sehr bequem. Auf der anderen Seite geht aber auch damit die Gefahr umher, dass man eher leichter mit diesem Schlüsselsensor halt diese Sensorik, das strahlende oder aussendende Signal vom Schlüssel abfangen und weiterleiten kann und so. Das ist halt sicherheitsrelevant nochmal ein bisschen nachteilig, das weiß man ja auch. Aber ich brauche es nicht, ich vermisse es nicht und dass ich es nicht habe, ist für mich jetzt auch kein Drama. Also völlig in Ordnung, für 600 Euro finde ich es auch echt happig. Also kann man sich gespart schenken, hätte ich auch so gemacht. Dann geht's weiter, dann Metallic-Lackierung, ja, habe ich. Die Farbe, die mein Auto hat, ist Titan-Silber-Metallic, also 750 Euro hat er sich das Ganze kosten lassen. Dann gab es noch Carbon-Schwarz oder andere Individualfarben, die werde ich euch, wie gesagt, auch mal in dem E90-Individual-Dokument zeigen und dann auch mal ein Foto einblenden. Ich habe auch mich auf die Suche gemacht, die Fotos zu finden, das kommt dann in einem anderen Video. Weiter geht's, Seite 10. Lenkräder, Lederlenkrad Standard beim 330i. Aber nicht das Sportlederlenkrad und nicht das M-Lederlenkrad. Das heißt, alle anderen Modelle hier, außer 330 diese noch natürlich, haben Plastiklenkrad. Tja, 180 Euro, eine gute Investition. Mein Auto hat das Sportlederlenkrad. Genau, Nummer 255 habe ich. Das Ganze dann in Verbindung mit dem Schalthebelknauf, Handbremshebelgriff auch in Leder. Da hat er ein Kreuz gemacht, das anscheinend mit dem 330i-Modell nur 100 Euro Aufpreis und 280 Euro Aufpreis für die Hartz-IV-Modelle. Ja, gutes Kreuz hat er gemacht, aber ich hätte ein Kreuz woanders gesetzt. Und zwar im nächsten Punkt, M-Lederlenkrad, 200 Euro Aufpreis statt 100 Euro Aufpreis. Junge, 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 die 100 Euro muss man haben. Ich habe mir das M-Lederlenkrad direkt nachgerüstet. Mittlerweile ist mein Auto jetzt 5 Jahre alt und 5 Jahre bei mir und 60.000 Kilometer abgespult. Und das ist mein niegelnagelneues BMW M-Leder-Lenkrad mit 0 Kilometer. Und nicht neu beledert, original. Finde ich, ist ein sehr wichtiges Feature. Mega geil, macht gut was her. Ist eine geile Griffigkeit. Man kann natürlich auch das M3-Lederlenkrad mit dazu kaufen, nachträglich. Das geht aber hier nicht mit der Konfi an sich, aber M-Lederlenkrad ist für mich immer ein Muss. Also, warum hast du da kein Kreuz gemacht, Digga? Habe ich mir selber gemacht. Das ist ganz einfach nachzurüsten. Von daher passt es, solange man das Sportlederlenkrad hat. Sonst brauchst du noch einen neuen Airbag. Ein bisschen komplizierter, aber auch machbar. Kommen wir zum nächsten Punkt. Multifunktionstasten am Lenkrad. Jetzt mache ich hier wieder Kringel, obwohl ich habe die Ausstattung. Coole Sache, finde ich definitiv richtig geil. Es ist auch noch an der richtigen Stelle. Denn wenn man nämlich cruist, so BMW-mäßig, Arm auf der Ablage hier am Fenster, aus dem Fenster raus oder hängen lassen, oder in der Regel hängt man an so einem Auto hier und dann hier schaltet man. Und dann will man das Radio leiser machen. Wo ist laut und leise? Laut, leise, laut, leise. Und wo ist es bei den neuen Autos? Hier, da, rechts. Was soll denn der Scheiß? Wenn ich so fahre und schalte, nö, möchte Musik leiser machen, dann drücke ich hier laut oder leise. Und hier bin ich am Schalten und chill ja hier so im Auto. So, brum, brum, kennt ihr denn jetzt die Position? Nö. Und dann müsst ihr so machen. Was soll ich da zum Lenkrad greifen? Kann ich doch gleich hier hingreifen, kann hier machen. Gut, wer einen 7 hat, macht so. Aber da war das noch an der richtigen Stelle. Ist eine coole Sache, finde ich sehr geil. Würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich es nicht hätte, nachrüsten. Ist auch entspannt machbar. Meistens geht es auch mit der Standard-Wickelfederkassette, die mit drin ist. Oh, jetzt kommt es technisch hier. Finde ich cool, freue mich, dass ich das drin habe. Habe auch zwei Zusatzknöpfe, die ich belegt habe. Einmal für die automatische Umluftbelegung, dass er das automatisch an- ausmacht, ne, für die Klimaanlage. Und dann einmal Channelwechsel für Radio, AUX, CD. Das ist einmal meine Konfi über das NaviProf einstellbar. Weiter geht's zum nächsten Punkt. Nächster Punkt ist, ist das BMW Individuallenkrad mit Holzapplikationen drin, 700 Euro. Ist auf jeden Fall fein, wenn man es hat. Die ganze Individualkomposition ist echt nice. Aber für mich kein Must-Have. Ist okay, dass er da kein Kreuz gemacht hat. Alles in Ordnung. Weiter geht's zum nächsten Punkt. Mittelarmlehne im Fond. Ja, ist
Serienausstattung ist bei mir auch hier auf der Liste separat angegeben. Finde ich ganz cool hinten, wenn ich hinten in meinem Auto sitze, was extrem häufig vorkommt, dass ich meinen Arm ablegen kann, so genauso wie wenn ich vorne am Fahren bin. Ja, ist dabei, ist cool, habe ich schon genutzt, persönlich einmal, glaube ich. Was hat's gekostet? Nix. Zum Glück. Ja, nächster Kreuz. Modell, Schriftzug, Entfall habe ich nicht. Bei mir steht hinten 330i drauf. Ich habe mir überlegt, das wegzumachen, aber ich finde es geil, dass es drauf ist und ist auch ein bisschen abgeused, hat ein bisschen Patina bekommen. Können wir mal neu machen, aber finde ich top, dass es drauf ist. Würde ich auch jetzt drauf lassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Navigation Business habe ich nicht. Kringel habe ich nicht. Navi Business war damals nicht so umfangreich von der Ausstattung her, konnte auch ein paar Sachen, aber ist in Kombination mit Navi Prof deutlich geiler. Weiter geht's zum nächsten Punkt, in Verbindung mit Komfortpaket hier, ein bisschen günstiger, Navi Professional. Theoretisch müsste ich hier ein Kreuz machen, da ich es habe, aber da ganz oben die Kombination war 3900 mit noch ein paar Zusatzfeatures mehr. Habe ich jetzt hier auch theoretisch ein Kreuz, aber das kann ich jetzt nicht doppelt berechnen, sondern ich berechne einmal die 3,9, aber nicht die 3,1. Hier steht auch einmal Audio MP3 CD fähig, ganz nice, Dachantenne und so weiter. Standlüftung kennen wir auch, Bildschirm, Daten, Kartendarstellung, dynamisch sonst was, Routenplanung und so weiter und so fort. Ja, Navi Prof mit integrierter Dings für 2900, das sind so zwei Ausstattungen, die ich nicht ganz verstehe, wie die miteinander zusammenhängen. Ein Kreuz habe ich hier jedenfalls nicht. Aber eigentlich habe ich ja oben den Haken gemacht mit den 3,9 und ich glaube, diese beiden Komponenten setzen sich irgendwie zusammen, aber so ganz kann ich es nicht abchecken. Aber oben haben wir, wie gesagt, ja die 3,9 angehakt. So, was macht ihr hier unten? Das schieben wir mal weg. Weiter geht's, Nebelscheinwerfer, Standardausstattung. Finde ich cool, dass sie dabei sind. Trotzdem zum Glück auch beim 330i die Luftführung zu den Bremsen. Der war nice. PDC hinten habe ich nicht, hallo Kollege, habe ich nicht, denn ich habe hinten und vorne, also 400 Euro für nur hinten und für vorne und hinten 300 Euro mehr, für 700 Euro das Ganze. Ein sehr nices Kreuz, ich finde es super geil, gerade mit dem Professional Navi, dass man die Anzeige hat, wie vorne und man hinten weit entfernt ist. Super cool, super sinnvoll in Hamburg, enge Parklücken, mega geil, würde ich jedem empfehlen, sofort immer das Kreuz machen. 2005 hättest du auch das Kreuz machen sollen, aber bei mir wurde es zum Glück gemacht. Echt nice. Verbindung mit Komfortpaket wieder hier, ein bisschen Ersparnis. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, mit den Komfortpaketen und Paketen bei BMW kann man immer eine ganz gute Mark sparen. Das war ganz schön schnell geredet, aber ist so. So, weiter zum nächsten Punkt. Polsterung Stoff-Leder-Kombo habe ich. Geil. Ich bin persönlich nicht so der Ultra-Leder-Fan. Ledersitze sind eigentlich nice und sehen gut aus. Man hat aber den Nachteil, finde ich persönlich, in Leder, dass wenn man lange drin sitzt, dass man hinten anfängt, einen schwitzigen Rücken zu bekommen. Deswegen mag ich Stoffsitze. Stoffsitze aber in einer gewissen Art und Weise sind auch nicht immer die schönsten. Und da finde ich die Kombination Stoff-Leder oder Leder-Stoffsitze finde ich mega geil. Und das Ganze in meinem Fall auch als Sportsitz. Eine super geile Kombination. Ich bin froh, dass ich diese Kombination und keine andere drin habe. Also hast du gut gemacht, das Kreuz. Ja, Leder Dakota kostet 2080 Euro extra. In Verbindung mit dem M-Paket ist das ein bisschen reduziert, weil das M-Paket als Bündel wahrscheinlich viel mehr mitbringt. Dann kann man aber auch noch die Individualausstattung zusammenpacken. Das ist hier, wie gesagt, kommt in ein anderes Dokument. Aber da kann man auch nochmal ordentlich Kohle loswerden. Auf jeden Fall hier, das haut richtig rein. Richtig gut, aber kommen wir später zu. Dann geht es weiter, Radio-Auto-Programm. Radio Professional habe ich ja nicht drin, ich habe das Navi-Prof, also hier fehlt was. CD-Wechsel hinten, der soll anscheinend MP3-fähig sein, das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe da meine normalen CDs drin, ich habe hier hinten den 6-fach-CD-Wechsler drin, aber MP3-CDs habe ich nicht drin, das wäre eigentlich ziemlich heftig. Das werde ich mal ausprobieren, ob das Ganze hinhaut, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht, ich werde mal berichten. Weiter geht's zum nächsten Punkt. HiFi-Lautsprechersystem. Jo, hat er auch ein Kreuz. Also 550 Euro ist ein guter Preis für deutlich besseren Sound als Serie. Das ist schon ein relativ großer Sprung, muss ich sagen. Dann gibt es natürlich noch als nächste Steigerung das Logic 7. Das ist halt nochmal ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen geiler. Kostet nochmal 500 Euro mehr für die Leute, die echt viel Sound hören und die das genießen. Auf jeden Fall eine sehr geile Option. Mein Vater hat es im E90 LCI drin. Finde ich ganz cool, aber ich muss sagen, das HiFi reicht auch.
Mehr ist immer nice, aber HiFi reicht auch, muss ich sagen. Mir persönlich finde ich ist ganz gut. Aber Logic wäre halt noch eine Ecke geiler. Hat zum Beispiel auch den Equalizer und sowas mit drin. Man hat so ein paar Stimmungen, die man eingeben kann und so. Das ist schon ein bisschen fetter. Ist auf jeden Fall, man kriegt auch mehr fürs Geld. Ist das nicht nur die bessere Qualität, sondern auch die bessere Einstellmöglichkeiten, die man damit bringt und die man damit bekommt. Dann geht's weiter. One-Flat-Reifen. Ja, leider sind sie serienmäßig mit dabei. Ich habe aber schon lange keine One-Flats mehr. Habe auch andere Felgen geholt. Also haken wir das Ganze mal ab. Dann werden hier einmal die Reifen aufgezählt, die es gibt. 16 Zoll, 16 Zoll. Das skippe ich hier mal alles so ein bisschen. Geht's weiter. Trotzdem sage ich euch, welche Standardfelge da bei mir drauf war. Und das war standardmäßig war die 185er. Die habe ich nicht mehr. Die habe ich verkauft. Und jetzt habe ich die 195er. So, weiter geht's. Die hier finde ich ist immer noch eine richtig geile Felge. 162, wer sie kennt, weiß das. Die ist nice. Hat auch ganz schön was gekostet hier in Verbindung mit den 330i. 1100 extra, aber kann man machen. Ist auf jeden Fall echt ganz nice. Das sind jetzt meine neuen Winterreifen. Auch ganz cool. Weiter geht's. BMW Individual Leichtmetallfelgen. Ja, die finde ich auch echt schick. Kostete 950 für den 330i. Dann geht es weiter. Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung. Diese Ausstattung habe ich auch. 120 Euro dafür. Ja, braucht man das? Ich würde sagen, Regensensor. Ich hasse ihn. Am liebsten würde ich ihn wegkodieren. Ich habe es noch nicht hinbekommen oder einen gefunden, der das kann. Wer das mal geschafft hat, soll mir mal bitte schreiben, der das beim E90 hinbekommen hat. Ich mag das Ding nicht. Am liebsten hätte ich es nicht mit dabei. Automatische Fahrlichtsteuerung, ja, muss ich halt nicht am Hebel drehen, ist aber mir eigentlich kein Geld wert, aber es ist kein Must-Have, es ist ein Nice-to-Have, aber braucht man es wirklich? Keine Ahnung, ist dabei, ist okay. Hätte ich das Kreuz selber gemacht? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, weil ich den Regensensor so scheiße finde. Also, ja, wie findet ihr den Regensensor? Feiert ihr den oder nicht? Weil ich mag den nicht. Meine Scheiben sind nämlich immer versiegelt mit Rain-X. Dann perlt das alles ab und dann brauche ich sowieso nicht so viel von den Scheibenwischern. Weiter geht's. Scheinwerferwaschanlage. Ja, Kreuz ist da, weil ich habe Xenons. So. Ja, brauche ich das? Würde ich die Option wählen, wenn ich sie nicht hätte? Nein, denn Scheinwerferreinigungsanlage finde ich eigentlich scheiße. Denn ich habe es wegkodiert, weil ich mache meine Scheinwerfer immer an der Tanke sauber. Weil wenn ich einmal mein Auto geputzt habe und einmal vorne nur die Scheibe spritzen will, spritzt da vorne die Scheinwerfer voll und die Scheinwerfer spritzen dann das ganze Auto und das ganze Auto ist dann, nachdem man es geputzt hat, schmutzig. Das mag ich nicht. Also, was soll das? Weiter geht's. Shadowline hochglänzend. Habe ich da was? Nein, kein Kreuz. Ist cool, wenn man ein schwarzes Auto hat, also irgendwie blau, schwarz, dunkles Auto, dann sind die Rahmen oben schwarz. Finde ich ganz cool beim silbernen Auto. Ich finde schön, dass ich da meine Chrom- bzw. Aluleisten habe. Passt gut zum Gesamtkonzept. Würde ich wieder so machen. Ist nice. Ja, wichtigste nächste Option ist die Option der Sportsitze. Ich liebe die BMW Sportsitze. Man kann die Seiten aufpumpen. Man hat die wichtigste Funktion nicht, was du hier hinten die Lehne machen kannst. Oder so oder hoch. Sondern du kannst den ganzen Sitz als solches kippen. Und zwar nicht wie bei den neuen BMWs, bei einigen, bei den Einsern und so ein Scheiß. Da kannst du nur so die Sitzauflage verändern und nicht den ganzen Sitz als solches neigen. Solange du nur das machst, ist eigentlich völlig scheiße. Es muss der ganze Sitz mit aktiv sein, dass du dann eigentlich den Sitz so hast, dann kannst du so einstellen und dann kannst du die Rückenlehne neu justieren. Was auf jeden Fall besser ist, als die Sitzposition zu behalten und hier nur hochzudrücken. Das ist irgendwie Schwachsinn in meinen Augen. Also es muss schon so gehen. Sehr geil, dass ich das habe, finde ich sehr cool. Plus natürlich die Option, dass man die Seitenwangen aufblasen kann, dass man mehr Seiten halt in den Sitzen hat. Eine sehr wichtige Option, wie ich auch sagte, gerade in Kombination mit Leder- und Stoffsitzen. Mega nice. Gutes Kreuz, wichtiges Kreuz, auf jeden Fall beibehalten. Dann geht's weiter. Kindersitz ISO. Ja, Kinder brauche ich nicht, ne? Also, weiter geht's. Ja, wäre eigentlich ganz gut, ne, für den Alltag, aber ich glaube, Alltag keine Durchlade hinten, keine umklappbaren Sitze, keine Kindersitze, also perfektes Track-Tool, ne?
So, dann geht's weiter. Lordose. Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht schlimm, dass sie nicht drin sind. Bei einigen Sitzen weiß ich das, dass die Lordosenfunktion trotzdem eine andere Sitzung hat, also eine andere Rückenlehne, wenn die Option angekreuzt worden ist. Selbst wenn du alle Werte auf das Minimalste stellst, merkst du immer noch im Rücken da diese Knubbel oder diese Polster oder was auch immer das ist. Deswegen finde ich es eigentlich besser, sie nicht drin zu haben. Finde ich persönlich entspannter. Vielleicht habe ich einen krummen Rücken, ich weiß es nicht, aber ich brauche es nicht. Habt ihr es? Liebt ihr sie? Braucht ihr sie? Würde mich interessieren. Aber ich merke immer, dass in den meisten Modellen immer hinten noch diese Lordose zu fühlen ist und das mag ich nicht. Also ich habe da lieber nur einen Sitz, nur eine Rückenlehne. Weiter geht's, nächster Punkt, Sitzheizung. Sitzheizung, ein sehr gutes Kreuz. Würde ich auf jeden Fall immer wieder machen. Sitzheizung, essentiell. Ich liebe Sitzheizung. Ich habe sie extrem häufig an, außer wenn es warm ist, aber sonst ist sie immer an. Meistens auch nur ein bisschen. Ist ein sehr großes Element, was Komfort und ja, Frieden mit in den Fahrerraum bringt. Ich finde es nice. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Sitzverstellung. Sitzverstellung elektronisch mit Memory-Funktion. Vor- und Nachteile. Vorteil ist, jeder Hans Franz kann sich in ein Auto reinpflanzen und dann Sitz abändern, wie er will. Du drückst einen Knopf, du sitzt wie vorher. Beste Funktion, wenn ich hasse, ist, wenn einer Sitze umstellt. Ich glaube, da gibt es ja viele von. Ich hasse es. Geht gar nicht. Nervt richtig heftig. Aber ich sitze in meinem Auto immer so tief es geht. Natürlich dann Neigung volle Pulle, ein bisschen weiter nach vorne. Also der hinter mir sitzt, hat eigentlich 7er Wohlraumgefühl im Auto. Sitzt halt sehr sportlich im Auto. Aber ich sitze immer so tief wie möglich, denn ich habe eine Macke oder einen Anspruch. Und zwar, wenn ich sitze im Auto, will ich, dass mein Blickfeld, wenn du hier die Scheibe hast, auf der Linie, wenn du die Scheibe drittelst, auf der Linie des unteren Drittels ist. Also hier Linie. Und ich will mein Blickfeld immer so ein Stück über dem Lenkrad haben, also so ein Stück über den Boden der Scheibe. Das Problem jetzt mit den Memory-Sitzen ist, dass die Sitze mit Memory-Funktion immer, ich betone immer, höher sind als die mechanischen verstellbaren Sitze. Das heißt, wenn du die Memory-Funktion elektrischen Sitze hast, sitzt du immer gefühlt so ein Stück höher als mit mechanischer Verstellung. Das bedeutet wiederum, dass ich meine Position nicht so in meinem Auto finde, wie ich sie jetzt finden kann. Wird mich der bestören? Zum Glück habe ich diese Option nicht. Sehr froh. 1200 € auf jeden Fall im Kreuz, was ich nicht machen würde. Selbst wenn es den Vorteil hat, ich sitze lieber tief. Ist mir wichtiger, als dass 1000 Leute in meinem Auto sitzen, weil es sitzt niemand in meinem Auto in der Regel. So, weiter geht's. Sonnenschutzrollo, Heckscheibe, elektrisch. Habe ich nicht, vermisse ich nicht. Wäre eigentlich mal ganz cool, es anzumachen, dass man hinten ein bisschen Sonnenschutz hat, aber ich bin jetzt nicht die Queen oder sowas, die hinten sich herumchauffieren lässt und hitzemäßig habe ich damit jetzt auch bisher keine Probleme gehabt. Wenn es warm ist, habe ich Fenster und eine Klimaanlage. Von daher ist für mich jetzt kein wirkliches Feature, habe ich aber noch nie besessen. Vielleicht ist es doch ganz geil. Wer es hat, soll mal schreiben, was er daran geil findest. Ich brauche es nicht. Noch nicht. Genau, das Ganze gibt es auch mit den Sonnenrollo für die hinteren Scheiben. Ja, jetzt macht sich das Bild auch komplett. Also, wenn du hinten und die Heckscheiben hast, dann bist du halt die Super Queen richtig abgeschottet. Das macht auch richtig Sinn. Dann hast du wahrscheinlich deine Kinder hinten. Du kannst sie von der Sonne schützen. Aber wer will schon Kinder, ne? Ich habe auch keinen Isofix, keine Durchladung. Also, was soll der Scheiß, ne? Ja, nee, dann macht es natürlich Sinn, ne, die Kombination. Aber wie gesagt, hat mein Auto auch nicht, habe ich bisher aber auch noch nicht vermisst. Ich weiß auch nicht, ob ich das nutzen würde. Keine Ahnung. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sportliche Fahrwerksabstimmung. Ja, hat mein Auto, was hat das gekostet? 280 €. Wichtiges Kreuz ist eigentlich das Kreuz M-Fahrwerk gewesen. Damals hieß es aber sportliche Fahrwerksabstimmung. Das Auto ist gleich noch ein bisschen tiefer. Auch sehr nice. Steht aber jetzt nicht noch manchmal extra drauf, aber ist ein Stück tiefer. Finde ich sehr cool. Für ein Serienauto ist das M-Fahrwerk echt nice, gefällt mir echt ganz gut, aber jetzt habe ich ein KWV3 drin, weil das andere ja dann irgendwann hops gegangen ist mit den Jahren. Ist okay, KWV3-Fahrwerk ist richtig nice, aber Sportfahrwerk Serien mit drin zu haben, ist schon mal richtig nice. Definitiv derbe geil. Kommen wir zum nächsten Punkt, Spracheingabesystem, 400 Flocken, da kommen wahrscheinlich die Differenz von den 3.1 zu 3.9 her. Hatte ich mal, habe ich nicht mehr. Eigentlich eine sehr geile Funktion. Drückst einen Knopf und sagst Navigation. Boop, kriegst du Navigation in deinem Navi. Drückst einen Knopf, sagst
Perspektive. Du bist gerade in dem Menü Entertainment drin und hörst Musik, boop, kriegst du Perspektivenanzeige rauf. Extrem coole Funktion. Seitdem ich aber jetzt mein BMW Navi CCC zweite Generation habe und ich das BMW Online drin hatte, jetzt wird es kompliziert, und ich das nicht aus Fahrzeug habe kodieren lassen, nur die einzelnen Funktionen habe ich aufgemacht, aber nicht in den Fahrzeugeintrag eingeschrieben. Ich habe immer noch die Fehlermeldung, also richtig um die Ecke, die Fehlermeldung, dass das Navi nicht zum Auto gehört, obwohl ich es legal erworben habe. Geht sie nicht mehr. Das ist der einzige Grund. Aber ich habe es nur nicht eingetragen, weil sonst hätte ich BMW Online verloren. So, jetzt habe ich BMW Online verloren, kann ich mich mal darum kümmern, dass ich das auch mal wegmache. Aber aktueller Zustand, geht es nicht. Als es ging, fand ich es sehr geil. 400 € Aufpreis, ja, war damals halt ein Hightech-Feature, war ganz cool. Braucht man es? Nicht unbedingt. Ist es cool zu haben? Ja, ist es auf jeden Fall. Weiter geht's. Nächste Seite. Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle. Habe ich kein Kreuz. Ja, was ist damit drin? Integriert in der Armauflage mit Snap-in-Adapter, Sprachsteuerung, und Telefonfunktion. Ja, vielleicht ist es dann doch mit drin, weil es ja die Kombination vielleicht wieder aus den dreien hier ist. Keine Ahnung. Oder aus den zweien ist. Auf jeden Fall. Snap-in-Adapter hatte ich drin, aber nicht für aktuelle iPhones. Ich habe mir aber nie ein iPhone Snap-in-Adapter geholt. Ich habe mein Handy einfach ganz normal so verbunden mit dem Auto. Das funktioniert auch. Weiter geht's. Handyvorbereitung mit Bluetooth, das ist die Option von oben. Da habe ich ja das schon mal ein paar Mal erwähnt. Das ist immer das Gleiche. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Finde ich auf jeden Fall cool, dass es das mit drin ist. Nächste Option ist das BMW Online. BMW Online hat mein Auto eigentlich nicht. Also da fehlt's. Aber durch das Navi CCC, was das als Freischaltung hatte, hatte ich es doch. Und es war eigentlich ganz cool, darüber mal zu surfen. Ich habe ein Video darüber gemacht. Wenn euch interessiert, was das Navi Online alles kann, dann schaut euch dieses Video hier oben an. Ich hoffe, ich bin der richtigen Seite gelandet, sonst da. Kommen wir zum nächsten Punkt. TV-Funktion. Jo, Kringel drum ist falsch, X ist richtig. TV-Funktion hat mein Auto, war ein nice to have, aber kein must have. In Verbindung mit der HiFi-Anlage echt coole Soundqualität, hat echt Spaß gemacht. Aber seitdem DVB-T abgeschaltet worden ist und DVB-T2 nur noch aktiv ist, habe ich dann nur noch Ameisenfußball, also ein Screen ohne was drauf. Bringt nichts mehr. Jetzt im Jahre 2020 sind die 1.000 € verpufft. Bringt nichts mehr. War cool zu haben. Ich habe da einst einmal Simpsons geguckt, als ich im Stadtverkehr Stau war. War nice. Muss man es haben? Nein, muss man nicht. Aber hat er, ist okay. Aber würde ich selber das Kreuz, glaube ich, nicht machen. Weiter geht's. Grünkeil-Frontscheibe. Hat mein Auto, ganz cool, 70 € finde ich immer ganz gut, dass es oben so ein bisschen verdunkelt ist. Geht aber bei den meisten Autos nicht, bei den modernen nicht, wo du Regensensor oder Schilderkennung hast und sowas. Aber hier ging es noch, war okay. Finde ich nice, 70 € würde ich immer machen. Dann gibt es aber die Komfortklimascheibe, habe ich nicht, brauche ich nicht, vermisse ich nicht, 320 €. Ja, ist dann halt so ein bisschen reflektiert die Scheibe, relativ teuer das Ganze. Wenn man dann einen Austausch braucht und hat auch manchmal Nachteile mit den Handyfunknetzen, das ist mein Wissensstand, weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist. Aber kann man machen, muss man nicht. Weiter zum nächsten Punkt. Hier wieder ein bisschen günstiger. Nächster Punkt: Sonnenschutzverglasung. Habe ich auch nicht. Das bedeutet, dass die Türen und Heckscheiben ein bisschen verdunkelt sind. Eigentlich eine ganz coole Sache, würde ich am liebsten immer von Haus aus machen und nicht nachträglich die verdunkeln lassen. Es sei denn, man macht es nur dezent, dass es aussieht wie original. Das ist so mein Tick, so mag ich das am liebsten. Aber ja, ist jetzt kein Kreuz da, man kann es nachträglich machen. Ich brauche es jetzt nicht, ich vermisse es jetzt nicht. Ist okay, dass er kein Kreuz gemacht hat. 270 € finde ich aber nicht so viel, dass es schon Sinn macht, immer das Kreuz zu setzen. Das ist meine Einschätzung. Nächster Punkt, für mich ein sehr wichtiger Punkt, Xenon. Xenon hat mein Auto, super geil, das Ganze in Verbindung mit dem adaptiven Kurvenlicht, sehr cool. Xenon sieht besser aus, macht schickes Licht, ist sogar ein Bixenon, steht hier aber nicht, das ist aber diese interne Aktion. Und Xenon würde ich immer bevorzugen zu einem Standardlicht, es sei denn, man baut ein Track-Tool und will Gewicht sparen und so weiter. Aber Xenon finde ich persönlich sehr nice. Gute Option, guter Kreis, guter Kringel für 880 €. Oh, ja, hier kommen wir einmal zu den Individualkompositionen. Ich skippe hier nur einmal ganz schnell drüber. Die heftigste Komposition ist die Komposition 1 für 10.000 €. Kann man machen.
Wäre mal geil, ne? Wer hat ein Individual E90? Bitte mal ein paar Fotos schicken. Würde mich mal interessieren, weil es gibt sehr wenig E90, finde ich. Ich habe auch in den USA-Markt mal geguckt, um welche zu finden. Es gibt nicht viele. Also sind sehr special die Dinger. Finde ich ganz geil. So, weiter geht's. Jetzt kommt so ein bisschen Zubehör hier. Zubehör, Sonderzubehör. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Wir sind schon echt krass in der Zeit. Also Carbon, Frontschütze, das ist das ganze Performance-Zubehör und sowas. Auspuffrohrblenden in Chrom, ne, gibt es auch für einige ganz nice. Das sind jetzt hier meine aktuellen Sommerräder. Hätten gekostet mit Gummis 2,9. Ja, das kann man sich selber machen. Habe ich mir jetzt auch selber gekauft und so weiter, nachträglich. Ja, ganz schick, gefällt mir ganz gut. Winterreifen hin und her. Das ist jetzt alles Zubehör, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Isofix, Kindersitze, Skihalterung. Ich skippe das mal hier durch. BMW. Das war es so im Großen und Ganzen über die ganzen Ausstattung von meinem Auto. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was hat das Ganze in Summe gekostet? Ich quäle euch jetzt nicht, dass ich nochmal alles aufzähle. Und zwar ist das Video echt schon lang genug. Deswegen habe ich das hier einmal ausgerechnet und jetzt erzähle ich da nur noch was drüber. Ich ändere mal meine Stiftfarbe, dass wir das ein bisschen abheben. Na, das ist ein bisschen zu. Ja, das ist aber die Sonderausstattung. Das sind die jeweiligen einzelnen Punkte, die ich hier aufgelistet habe in Summe. Einmal so und einmal so und ich bleibe mal in der Regel und einmal so. Mein Auto hat eine Sonderausstattung im Wert von 17.530 Euro. Das ist eigentlich echt happig. Das ist eigentlich immer erstaunlich, wie schnell was zusammenkommt. Heftigste Position ist einmal hier für 3,9, 1,7, 1,3 und sonst hier Schiebedach. Und die heftigsten Brocken sind einmal Navi Prof, Aktivlenkung, ACC, was meistens irgendwie diese Kombination hier ist. Was war das? Habe ich vergessen. 950 ist dann noch das Schiebedach. Das sind so die und hier Xenon. Man sieht, da kommt immer einiges zusammen. Das Ganze addieren wir mal zusammen mit den 37.000 Grundpreis. Ne, hier 17.530 plus 37.000 landen wir bei 54.530 Euro. Ich schreibe es einfach nochmal auf. Das ist eigentlich ziemlich happig, aber wenn man mal vergleicht, dass aktuell auch noch der Dreier um die 45 kostet, aber ohne Ausstattung, ich glaube, die kann man deutlich höher als ausstatten, finde ich, ist das schon ein ziemlich stolzes Sümmchen in 2005, bzw. 2006 für einen 33 i90. Ja, das ist der Ursprungskaufwert von meinem Auto. Und damit auch einmal in Verbindung die ganzen Ausstattungsmerkmale einmal von meiner Seite betrachtet, machen sie Sinn, machen sie nicht Sinn. Und ihr habt gesehen, dass so viele Kreuze gar nicht fehlen. Ein paar Sachen fehlen: Sonnenschutzrollo, Garagenöffner hier mit Knopfdruck im Spiegel drin, Kompass, Automatikgetriebe, okay, so für mich halt, ne? Und dann ein bisschen Ablagepaket, Getränkehalter und so ein Schnickschnack. Sind eher Kleinigkeiten, die heftigsten und die größten und für mich auch die wichtigsten Ausstattungen sind in dem Auto drin. Hätte ich mir sonst noch irgendwas gewünscht, tatsächlich? Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, brauche ich nicht. Außer, was war denn das? Ich habe mich auf eine Sache doch aufgeregt. Ich nehme den Stift mal weg. Ich habe mich doch über eine Sache aufgeregt. Was war denn das? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Was war denn das? Ach so, natürlich. Durchladesystem hinten, dass ich meinen Sitz umklappen kann. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerne hätte. Der Rest ist mir echt Schnuppe. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann postet mal eure Ausstattung in die Kommentare oder sagt, was ist eure Lieblingsausstattung? Worauf könnt ihr verzichten und worauf könnt ihr überhaupt nicht verzichten? Was ist eure Lieblingsausstattung beim E90? Und was hättet ihr gerne, was ihr nicht habt, würde mich auch mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gute Fahrt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like nach oben da, abonniert meinen Kanal und teilt das Video mit irgendwelchen BMW-Gruppen und irgendwelchen Foren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und ansonsten wünsche ich euch gute Fahrt weiterhin. Bis bald, bis zum nächsten Video. Haut rein, Jungs, euer Marc. Peace.